Einen wunderschönen hammergeilen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu Assassin's Creed Odyssey. Nein, nicht Odyssey. Oh nein. Assassin's Creed Valhalla. Ich habe heute Assassin's Creed Odyssey Videos geguckt, Alternativenden. Wir machen weiter mit der Quest und gehen zu Valka. Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Valka, liebe Valka, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deiner Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel. Aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Es geht so schneller. Ein bisschen. Ach nee, so können wir auch rennen. Cool. Okay, komm. Zauberer Lady. Ich habe ein bisschen außerhalb der Aufnahme. Bei den Göttern, was führt dich trag du doch die Scheiße. Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha, gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es an meinem Herzen. Der Postbote, wenn er PlayStation liefert. Bist du es, Valka? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen. Was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Walknochen, Gold. Spann sie nur für deine Arbeit ein. Das wird dir gut tun. Halt die Fresse, weißt du, wie viel ich gearbeitet habe? Und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Ich denke nicht, ich handel. Salve Eivor, ad Meliora. Guten Tag. Wer war das denn? Ich habe keine Ahnung. Nun, hier ist wirklich was los. Hier kannst du wohnen. Dein Zuhause ist gleich da vorn. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis darauf, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er redet mit mir, aber es laut auszusprechen, fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Der Allvater sieht irgendwie aus wie Ezio Auditore. Zeigt euch gleich auf Twitch. Grüßt euch Twitch, grüßt euch YouTube. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Supportet den Kanal, werbefrei, Assassin's Creed Valhalla. Was will man mehr? Hier. Da wären wir. Schön, wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Valka, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen.
und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft, ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Dankeschön, bitteschön. So, wir sollen ihr Haus verbessern wahrscheinlich. Das tun wir jetzt einfach mal. Weil wir haben ein paar Vorräte. Nicht viel, aber wir haben ein paar Vorräte gesammelt. Außerhalb der Aufnahme. Gebäude abgeschlossen. Und jetzt können wir wahrscheinlich mit der Mission weitermachen. Hoffen wir mal. So wird es gehen. Danke, Eivor. Ich tue alles, damit du dich wohlfühlst. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich anderen helfen kann. Wenden wir uns nun wieder deinen Visionen zu. Wenn du denkst, dass es etwas bringt. Ich brauche noch eine Zutat, um einen Trank für dich fertigzustellen. Beim Teich solltest du finden, was ich suche. Der Trank wird dir später helfen, tiefer in deine Visionen einzutauchen und sie klarer zu sehen. Alter, früher hast du die Drogen mir kostenlos gegeben und alles war fertig und jetzt soll ich welche nehmen? Ich habe keine kleine Disteln gefunden. Da ist so was. Wie komme ich jetzt hier hin? Hier schon mal nicht. Geil. Hat die hier vielleicht so einen Krug, was ich werfen kann zum Explodieren? Hallo, hast du einen Krug? Ich bräuchte einen Krug. Feuerpfeile gehen auch, dankeschön. Boah, ist die nett. Jetzt bin ich gespannt. Wenn wir hier durchgehen, wird das... Es geht aus. Das gibt's nicht. Dann müssen wir vielleicht mal eine andere Seite, einen anderen Weg durchgehen. Ach Mann. Achso, hier geht kein Feuer. Ja. Das war's dann auch für heute. Ich geh mal von der anderen Seite. Vielleicht gibt's eine andere Seite. Hab ich schon mal gesagt, dass ich sowas hasse? So, du wirst alleine gelassen, da ist ein Weg, aber du weißt nicht, wie du da durch kannst. Nein? Jetzt wisst ihr es aber. Ich gehe jetzt mal nochmal und suche einen Ölkrug. Weil ich habe das schon mal so geöffnet. Ich habe jetzt hier auch einen gesucht, aber hier war nichts. Ja, wenn das ein Ölkrug wäre. Ah, das habe ich gerade gesucht, ungelogen. Einfach hinterm Haus ein Ölkrug, Alter. Jawohl. Oha. Was geht denn hier ab? Das ist alles Zeugs, was ich brauche. Geile Sache. Super, Eisenerz ist sehr wichtig. Das ist auch selten, dass man das so krass findet. Okay. Hier ist sogar noch mehr Eisenerz.
Geil. Geil, geil, geil. Also ich habe hier im Haus gesucht, aber hier hinten ist immer wieder... Ah, er spawnt auch immer wieder. Gut zu wissen, dass es schön versteckt ist. Jetzt können wir wieder hier einen Trip machen, Alter, Bruder. Komm. Lass mal machen. Ich habe voll die Scheinerscheinung. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink, und du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Der Trank ist bereit. Er wird furchtbar schmecken. Aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Merkt euch, die Zutaten, Spucke. Lecker reingespuckt vom Allerfeinsten, hör mal. Das macht Geschmack. Ich sag's euch, die hatten verfaulten Zahn und so weiter. Das macht Geschmack. Oh nein, Alter. Was man sich früher alles reingezogen hat. So, wir sind auf dem Trip. Viel Spaß. Ist das eine Ladezeitsequenz oder was ist das? Oder müssen wir jetzt auch zu Richtung Licht? Ja, wir müssen Richtung Licht. Woo! Geiles Zeug, Baby. Es hört sich windig an. Es hört sich nach Schnee an. Es hört sich an, als ob was fliegt. Irgendwas mit Flügeln. Flügel oder Schnee? Ne, für Schnee ist A, es fliegt. Disneyland! Die Weissagungen der Nornir sind klar wie der sonnige Winterhimmel. Die Äsir sind verdammt und Asgard dem Untergang geweiht. Wiederholt den letzten Teil. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Der Sitz der Götter wird rot vom Blut. Wund klafft der Himmel in jenen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Nicht das, etwas Späteres. Die Weissagung des Wolfs, der großen Bestie. Gar grässlich heult der Fenriswolf vor den Toren Hels. Die Fessel bricht, die Bestie rennt. Und ich? Welche Rolle spiele ich? Dann folgt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampfe stellt. Und Opfer Fenris wird. Und Opfer Fenris wird. Da, ihr habt es gesagt. Ihr habt meinen Tod vorhergesagt. Ich werde sterben.
Wir sagen, was wir sehen. Wir kennen dein Los, dein Schicksal. Hast du genug erfahren, Harvey? Ihr drei webt ein Tuch aus unseren Schicksalsfäden. Doch ein Faden kann sich lösen, wenn er sich verfängt oder reißt. Nicht alles ist vorhersehbar. Doch lose Fäden können erneut verwoben werden. Letztendlich bleibt das Gesamtbild immer erhalten. Ich bin keine Saite, die gezupft oder gebunden wird. Ich bin der Erhabene, der Herr der Ekstase, der Feind des Wolfs. Ich bin ewig. Rätselhafte Worte vernebeln nur meinen Geist. Ein Sturm braut sich zusammen, nicht in den Wolken, sondern in Midgard. Naht nun unsere letzte Schlacht? Ist das der Beginn von Ragnarök?